So, okay. Dann fange ich an. Worum es geht, ist eigentlich nur kurzer Vortrag: Was ist KiCad? Was kann ich mit KiCad tun? Und wie funktioniert es? Einfach anhand von einfach einem Beispiel mal durchgespielt, weil ich denke, einfach tun ist nützlicher, wie groß drüber reden. Erstmal, was kann ich mit KiCad machen? Ganz grob. Ich kann im ersten Schritt damit Schaltpläne zeichnen und zusammensetzen und im zweiten Schritt kann ich daraus Platinen designen. Ich fange einfach mal ein Beispiel an. Ich kann jetzt sagen, ich mache ein neues Projekt. Das schmeiße ich jetzt einfach mal irgendwo zwischen. Und lege da einfach mal ein kleines Projekt drin an. Und habe jetzt am Anfang einfach einen leeren Schaltplan. Und wenn ich jetzt eine einfache Schaltung bauen will oder auch was etwas Kompliziertes, dann würde ich jetzt einfach anfangen mit, ich sammle mal Bauteile ein und packe irgendwas drauf. Zum Beispiel, was haben wir Tolles? Also es ist ein Haufen Sachen sind vorgefertigt. Wenn man Sachen nicht hat, kann man die auch noch selber einbauen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich suche nach einem Arduino. Kennt jeder, deswegen einfach. Und da haben wir zum Beispiel hier so ein Arduino Nano. Und den kann ich jetzt hier einfach reinziehen. Und das repräsentiert jetzt in diesem Fall quasi einen Steckplatz, wo man Arduino Nano draufstopfen kann. Später mal. Und dann Stromversorgung könnte ich mir jetzt sagen, gut, beim Arduino habe ich die gelöst. Ich mache jetzt einfach eine sehr einfache Schaltung, dass es jetzt nicht zu kompliziert wird. Was haben wir noch Lustiges? Ich kann eine LED nehmen, kann eine LED hier irgendwo zum Beispiel an A0 setzen. Hopp. Kann die damit verbinden. Da muss man eigentlich treffen. Jetzt. So. Und dann, da es eine LED ist, sinnvollerweise noch einen Widerstand dran setzen. Den kann ich dahinter setzen. Und dann braucht das Ding natürlich noch irgendwoher Ground. Das heißt, ich könnte jetzt hier den Ground einmal so außen lustig rumziehen und hätte jetzt eine extrem primitive Platine bzw. Schaltung. Ich habe halt einfach eine LED und die kann ich mit dem Arduino ansteuern. So, dann kommt das nächste Konzept, was relativ nützlich oder wichtig ist. Man hat jetzt hier überall sowas wie D-Fragezeichen, R-Fragezeichen und so weiter. Das sind die Annotationen, kennt man eigentlich von anderen Platinen, die man irgendwo drin findet, wo halt irgendwie R1, 2, 3 und so weiter die Bauteile durchnummeriert sind. Das ist eigentlich so das elementare Konzept, womit auch die Platine mit dem Schaltplan zusammenhängt hinterher. Das heißt, man hat hier so einen Annotierungsschritt und kann die jetzt alle erstmal annotieren lassen. Das heißt, in meinem einfachen Fall gibt es logischerweise immer nur eins, der zählt die durch. Das kann man auch einstellen, ob dass er das irgendwie geometrisch machen soll oder sie neu, also die neu zuweisen sollen. Wenn man irgendwie länger an der Platine rumgebastelt hat, dass die irgendwie von oben links nach unten rechts durchnummeriert ist, dass man die Sachen vernünftig findet. Kann man auch ein absolutes Chaos haben. Das passiert am Anfang gerne mal, wenn man da sich noch keine Gedanken drüber macht. Gut, der Arduino. Den kann ich jetzt noch editieren. Der hat, wie man sieht, schon einen Footprint von vornherein drin, weil der hat nun mal eine Form. Aber eine LED kann jetzt verschieden aussehen. Das heißt, hier ist noch nichts drin. Um das Ganze mehr wie nur einen Schaltplan zu haben, müsste ich jetzt natürlich sagen, wie sollen die aussehen. Das heißt, ich kann jetzt hier aus allen möglichen Bauteilen eine LED auswählen. Man hat halt hier die ganzen möglichen SMD-Bauformen, alles Mögliche, irgendwie diese Hochleistungsbauformen und man hat die ganz klassischen Bauformen. Zum Beispiel hier so eine ganz klassische LED. Die kann ich jetzt einfach nehmen. Dasselbe für den Widerstand. Ups, den muss man aber treffen. Den kann ich auch editieren. Und da setze ich jetzt, da wir jetzt bei der LED eh schon ein THT-Bauteil genommen haben, macht das dann im Prinzip auch Sinn, dass ich das bei dem Widerstand mache. Kann man theoretisch mixen. Man hat ja auch alle möglichen Größen, wenn man sich das anguckt. Hochstehende, nicht hochstehende, muss man dann logischerweise gucken, was hat man, was kriegt man gekauft, was ist günstig. Man hat auch irgendwo diese großen Hochleistungswiderstände. Ich nehme jetzt als Beispiel einfach irgend so einen halbwegs standardmäßigen. Da kriegt man realistisch gesehen jeden beliebigen Widerstand rein. Ist halt nur eventuell ein bisschen Luft. Tut's aber für die Beispielplatine. So. Man hat hier oben auch nochmal eine Liste, wo alles so als Übersicht ist. Teilweise auch Datenblätter drin sind. Man kann da auch eigene Spalten reinmachen, wie Bestellnummern bei Reichelt, Mauser oder wen auch immer man gerne nimmt. Und dann geht es weiter zum Platinendesign. So,
Da kann ich jetzt sagen, importiere mir mal alle Bauteile aus dem Schaltplan. Und dann kriege ich hier so einen Haufen kleiner Bauteile. Also in diesem Fall 3. Dann habe ich jetzt die Sache. Man sieht, aus dem Schaltplan wird übernommen, wie die Verbindungen sein sollten. Also zum Beispiel sehen wir jetzt hier, die LED soll da irgendwo dran sein. Und dann habe ich den Widerstand, der zu einem Massepin rübergeht. Und die kann ich jetzt hier eigentlich anordnen, wie ich es für richtig halte. Standardmäßig geht KeyCut davon aus, erstmal, dass man eine zweilagige Platine hat. Also ich habe eine Vorder- und eine Rückseite. Man kann aber auch in den Board-Einstellungen sagen, dass man quasi beliebig viele Layer hat. Wird dann auch entsprechend teuer. Wenn ich jetzt so eine Schaltung hätte, die auf dem Level ist, kann ich natürlich auch sagen, okay, ich habe eine einlagige Platine. Einige Platinen haben natürlich einen riesigen Vorteil. Man kann sie zum Beispiel mit einer kleinen Hobbyfräse fräsen lassen, weil ich habe halt nur eine Seite. Ich brauche nichts durchkontaktieren, ich brauche nicht irgendwas Besonderes, Spezielles machen. Prinzipiell kann man sich auch überlegen, dass man hier einfach nur Designs für ein Brettboard bzw. für eine Lochrasterplatine sich überlegt, wie man die anordnet, indem man oben das Grid, das könnte ich hier jetzt sagen, ich habe grob 2,5, das Richtige ist 2,545. Ich habe dieses Grid, das wäre jetzt eine Lochrasterplatine und ich kann einfach so tun, als wäre es eine Lochrasterplatine, die Teile einfach nur so anordnen, dass man hinterher eine Löthilfe hat und weiß, wie man es darauf anordnen will. Also es muss nicht zwangsläufig jetzt eine produzierte Platine sein, die man hiermit macht. Genau. Ich habe hier derzeit noch nicht eingestellt. Ich kann hier verschiedene Sachen einstellen. Im Wesentlichen relevant sind Platinengrößen, also die Leiterbahnbreiten und die Durchlassbreiten. Also wenn ich jetzt irgendwelche Übergänge zwischen verschiedenen Ebenen habe, wie groß ist das Loch? Weil das bestimmt letztendlich dann auch, wie viel Strom ich durchleiten kann. In unserem relativ einfachen Fall würde ich jetzt einfach mal sagen, ist total überdimensioniert, aber 1 mm ist eigentlich ganz nett. Gerade wenn man es wirklich irgendwie von Hand mal fertigen würde, mit einer Fräse oder auf einer Lochrasterplatine. Und dann kann ich hier halt das auswählen, das sollte ich tun. Hopp. Und dann kann ich hier mit dem Platinentool halt einfach anfangen, Leiterbahnen reinzuzeichnen. Das heißt so. Und Kika kriegt dann auch mit, die Linien, die ich jetzt gezogen habe, dass er die fertig hat. Und macht auch diese Hilfslinie raus. Und hätte jetzt so eine ganz einfache Schaltung erstmal übernommen. Eine Sache fehlt noch für eine Platine. Eine Platine ist nicht unendlich groß. Dieses Board hier schon. Dafür gibt es die Edge Cuts. Das ist quasi einfach, wo die Bränder vom Board sind. Will man wahrscheinlich ein paar Linien einfach reinsetzen. Ich mache das jetzt ein bisschen freie Hand. Will man natürlich im Normalfall wahrscheinlich rechteckig haben, aber gibt auch Möglichkeiten, dass man rund macht oder ähnliches. Also das hängt primär davon ab, wie es gefertigt wird und wer es fertigt. Das wird jetzt eine sehr hässliche Platine, aber mit dem Touchpad ist auch nicht mehr wirklich drin. Was ein nettes Feature ist, es gibt einen 3D-Viewer in KeyCut, dass man einfach mal so eine Wahrnehmung hat, wie sehe denn das aus ungefähr. Ist in dem Fall jetzt logischerweise nicht super besonders, aber da hat man jetzt so eine kleine quadratische Platine, da kommen die Steckleisten, also die Buchsen rauf, wo man den Arduino reinstopft, Stromversorgung darüber, und dann hat man hier die kleine LED mit dem Widerstand neben. Das wäre jetzt so der Kernprozess. Was man noch weitermachen kann und man auch tun will, ist jetzt bei der Platine nicht kritisch, weil es relativ viel Platz ist, aber ich kann verschieben, wo diese Beschriftungen drauf sind. Ich wechsle jetzt einfach mal in ein anderes Projekt rüber. Ja, wird sie? Ich kann es tatsächlich sogar einfach zeigen. Also ich habe ja jetzt hier ein Zweilagen-Setup. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich war jetzt auf der vorderen Kupferseite, ich kann jetzt auch auf die Rückseite gehen mit Kupfer und kann sagen, wir machen. Das ist übrigens so eine leichte Kampfsache manchmal, dass die Leiterbahnen nicht ganz so wollen, wie man selber will, weil es einen Unterschied macht, ob man von links oben oder von rechts unten anfängt. Das wäre jetzt eine Platine auf der Rückseite, eine Leiterbahn. Und wenn ich die jetzt öffne, sieht man, hier ist die vordere und hier ist die hintere. Also das geht wunderbar. Tatsächlich kann man hier auch alles Mögliche einstellen noch. Zum Beispiel, welche Farbe die Platine hat. Will man das Board sehen oder soll das Board eher durchsichtig sein? Und also das kann relativ viel, inklusive ein Raytracing-Renderer, den man teilweise auf chinesischen Shopping-Seiten sieht, wenn sie die Platine nicht gefertigt haben, sondern stattdessen nur dir das Bild zeigen, wie sie aussehen könnte. Was auch sehr lustig ist, falls man zufällig mit 3D-Druck noch rumspielt, man kann sich dieses 3D-Modell exportieren lassen. Und das kann man dann wiederum im anderen CAD, also als Step-Datei exportiert. Und das kann man dann im CAD importieren, wenn man ein Gehäuse für bauen will. Super praktisch, kann ich sagen, weil dann passt das Gehäuse auch tatsächlich zur Platine. Und es sind halt auch so Witze drin wie Kondensatoren, die hochstehen und sowas, dass man dann nicht doch irgendwelche Überraschungen erlebt.
Grundsätzlich würde ich vielleicht noch empfehlen, wenn man so eine normale Platine hat, dass man außen irgendwelche Bohrlöcher reinsetzt, dass man die sinnvoll verschrauben kann. Werde ich jetzt hier in dem Beispiel nicht machen. Und die andere Sache, die man halt häufig machen würde, wäre, ich füge eine Zone hinzu, einfach als Masse. Jetzt habe ich das Problem, dass ich noch gar kein Ground rausgeführt habe, aber weil die Platine halt ziemlich primitiv ist. Aber im Normalfall würde man jetzt durchaus überlegen, will man hier noch die gesamte Platine füllen mit einer Groundfläche, einfach wegen Störung. Ist bei der Platine, wenn man ehrlich gesagt ist, relativ irrelevant, weil da ist nichts drauf, was groß gestört wird. Und die LED ist robust, der Arduino ist intern geschirmt, also was soll's. Ich wechsle jetzt einfach mal auf ein anderes Projekt von mir rüber, dass man mal ein etwas komplizierteres hat. Ist jetzt noch nicht sehr viel komplizierter, ist von meinem Pflanzenbewässerungssystem der neueste Sensor. Im Wesentlichen ist es einfach ein 5-5-5-Chip und die Überlegung hier war, hier außen rechts ist quasi einfach zwei Elektroden, die in der Erde stecken und dementsprechend unterschiedlichen Widerstand haben und das Ding soll mir eine unterschiedliche Frequenz rausgeben und davon habe ich dann eine kleine Platine. Die sieht dann jetzt in diesem Fall so aus. Unterschied ist, ich persönlich mag gerne SMD-Bauteile, weil man sehr viel Zeug auf sehr kleine Fläche drücken kann und sie sehr, sehr günstig sind. Also gerade so ab der mittleren bis kleinen SMD-Größe kosten die Bauteile alle irgendwo im Unter-Cent-Bereich häufig für Widerstände und ähnliches. Und das heißt, es bringt dann auch tatsächlich nicht um, wenn man einfach mal von jedem Widerstand, den es so realistisch vielleicht mal brauchen könnte, ein paar hundert auf Lager hat, weil das kostet dann einmal 10 Euro und dann ist gut. Also das ist schon sehr lustig. Ja, und dann hätte man halt jetzt in diesem Fall zum Beispiel diese Platine. Man sieht, die 3D-Modelle sind teils da, teils nicht da. Liegt unter anderem daran, dass ich mir nicht super viel Mühe gebe, die noch nachzukorrigieren oder einzustellen. Für viele Sachen hat KiCad von Haus aus 3D-Modelle da. Gerade da, wo es zum Beispiel den Hersteller auch umsonst bereitstellt oder mit denen irgendwie eine Partnerschaft hat. Von anderen Sachen ist halt einfach nur das Footprint selber da. Also sprich, wie sieht es optisch aus? Und wenn man ganz viel Pech hat, gibt es weder noch, dann darf man die Sachen selber designen. Das ist tatsächlich aber auch nicht super kritisch. Dazu zeige ich jetzt noch einmal die zwei relevanten Stellen. Das wäre nämlich zum einen erstmal der Symboleditor. Darüber kann ich neue Symbole hinzufügen. Also hier sind auch alle drinne, die es schon gibt. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mal irgendwas nehmen. Und dann sieht man, hier hat man jetzt halt so ein Teil, das hat seine Pins dran. Und ich kann jetzt hier komplett schmerzbefreit sagen, wir fügen jetzt einen neuen Pin hinzu, den nennen wir, was weiß ich, Kekse. Und der hat die Pin Nummer 13337. Also das Ding hat keinerlei logische Validierung drin, ob das Sinn gibt, was ich hier mache. Aber ich kann hier komplett schmerzbefreit neue Pins hinzufügen. Könnte das jetzt speichern und das in der Schaltung benutzen. Und dann hast du halt einen Pin mehr, den ich verdrahten kann. Und logischerweise brauche ich jetzt ein Footprint, was auch einen Pin 13337 hat, damit er das irgendwie sinnvoll mappen kann dann hinterher. Ansonsten werde ich eine Fehlermeldung kriegen, dass er den Pin halt nicht versteht, was ich mitmachen will. Von daher werde ich das jetzt auch tun, ich es nicht speichern, weil wäre ziemlich schwachsinnig. Und dasselbe Thema gibt es auf der Footprint-Seite. Braucht ein bisschen länger. Und ich habe noch ein paar Matschige drin, das einfach ignorieren. Und was hatten wir gerade? Wir hatten irgendeinen komischen Buffer, den finde ich jetzt aber gerade nicht, also lassen wir es, nehmen wir einen anderen. Hier irgendwas zum Beispiel, einen klassischen Klinke-Konnektor. Also hier hat man im Prinzip dasselbe, hier haben sie jetzt keine Nummern genommen, sondern Buchstaben, kann man auch nehmen, aber im Wesentlichen sieht das Ganze sehr ähnlich aus. Ich habe halt die Form, relevant für das Programm sind eigentlich nur die Flächen und also für das reine Layouting selber. Ich habe noch andere Sachen wie der Courtyard, das ist dieses Lilane. Es würde sich halt beschweren, wenn ich Bauteile überlappend platziere am Ende, wenn ich eine Validierung fahre. Die hatte ich bislang auch noch nicht gezeigt. Und ansonsten ist das primär halt optische Sachen auf der grafischen Ebene oder ähnliches. Ich zeige dir jetzt mal an unserem Beispiel. Hier oben gibt es so einen kleinen Checkbox-Ding. Den kann ich jetzt sagen, dass man mal die Designregeln gegenprüfen soll. Und ich gehe jetzt eigentlich davon aus, in diesem Fall gibt es keine Fehler, nichts, was irgendwie schief ist, einfach aufgrund der Simplizität. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, wir haben vergessen, Schaltung ist kompliziert, wir haben leider eine Leiterbahn vergessen. Und jetzt sagen wir mal, prüf mal. Und dann wäre meine Erwartung, er beschwert sich zum einen, hier ist irgendeine Leiterbahn, die endet einfach, die hat keinen Sinn. Er beschwert sich, hier ist ein Objekt, da fehlt irgendwie eine Verbindung und so weiter. Also an und für sich, wenn man die schematische Zeichnung vernünftig gemacht hat, ist das Übertragen auf der Platine, wenn man jetzt nicht gerade irgendwas mit Hochfrequenz, hohen Strömen oder ähnliches zu tun hat, sondern mehr so Mikrocontroller, ein paar LEDs, ein Relais oder so, geht dabei wenig schief mit den heutigen Tools. Ja.
Und was man auch noch machen kann, ganz am Ende, ich könnte jetzt hier sagen Fabrication Outputs und könnte das ganze Ding als Gerber exportieren lassen. Hopp, einmal die Gerber-Dateien, dann noch die Bohr-Dateien und kann jetzt einen Browser nehmen. Kann jetzt auf irgendeinen, in meinem Fall meinen Lieblingschinesischen Fertiger gehen, aber da kann man, gibt es alle möglichen. Gehe in mein Projekt rein, wir hatten es Test benannt und dort ist dieser Fab-Ordner. Aus irgendeinem Grund finden die Chinesen das schöner, wenn man die Dinger gezippt hat, deswegen wird das Ding noch kurz gezippt. Und dann kann ich das tatsächlich sagen, hier Instant Quote bitte. Und füge mal die Gerber-Datei hinzu und das ist jetzt das falsche. Test, 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 wo ist er? Kann die da hochladen. Dann rödelt die chinesische Seite kurz ein bisschen rum, verarbeitet das und zack.